Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Astroneer. Wir sind bereits im sechsten Teil. Letztes Mal hatten wir uns einige Forschungsteile noch organisiert, sind immer noch in unserer Höhle. Ich war gerade noch dabei, die Sachen zusammenzusammeln. Und dann können wir mal das große Forschen dementsprechend starten. Auch mal gucken, was für Wege wir noch hier benutzen können hier unten. Das sah auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Letztes Mal haben wir noch unsere Handelsplattform gebaut, wo wir zur Not alles mit ein- und umtauschen können, was wir so an Mats haben, gegen Mats, die uns fehlen. Haben wir auch Glück gehabt, dass wir die relativ zeitig noch gefunden haben, also geforscht haben. So, und dann bringe ich jetzt erstmal die Teile hier mit nach draußen, dann schauen wir mal, was es Schönes Neues gibt. Wie gesagt, ich erwähne das jetzt zwischendurch nochmal, während ich hier einfach nur freundlich vor mich hinlaufe, weil wir zur Basis auf dem Weg zurück sind. Ich produziere die Folgen vor. Es ist immer ein gewisser Vorlauf da. Wenn irgendwelche Kommentare da sein sollten, versuche ich sie dementsprechend dann entweder dort zu beantworten, sprich im Kommentarbereich, oder ich erwähne es im Video. Aber wie gesagt, ich habe halt gewisse Vorproduktion jetzt bei den ersten Folgen jetzt. Ich muss gucken, wie ich das dementsprechend, was für eine Regelmäßigkeit ich da später reinmache, um zu sehen, halt, dass eure Sachen, die ihr einbringt, dementsprechend auch von mir mit umgesetzt werden können, halt. Ne? Wie gesagt, in den ersten Folgen jetzt wird es erstmal keine Reaktion geben. Ich muss gucken, wann ich den ersten Break mache, also den ersten Schnitt mache und ob bis dahin überhaupt jemand mich gefunden hat, weil wie gesagt, der Kanal ist zum Zeitpunkt, wo ich es jetzt aufzeichne, gerade erst einen Tag freigeschaltet. So, ein bisschen die Forschung angeschmissen. Die Forschung bringt uns leider nichts Neues im eigentlichen Sinne, sondern einfach nur ein Gemisch, was wir gekriegt haben. Das stopfen wir einfach mal hier ins Lager. So. Dann würde ich sagen, holen wir das nächste Stück her. Sollten vielleicht für die Base, die jetzt momentan nur mit Solar betrieben wird, vielleicht auch noch ein Windmodul bauen. Gucken, was wir dafür brauchen. Das können wir gleich auch mal erledigen, dass halt durch die Winde das Teil auch nachts dann mit neuer Energie versorgt wird. Und nicht immer nur tagsüber was dazu kriegt, wenn die Sonne scheint. Ja, das Sliden ist ganz witzig, aber man muss halt aufpassen, dass man auch rechtzeitig zum Stehen kommt. So, nächste Teilung wieder hoch. Ja, ich sag's nochmal zwischendurch. Astroneer im Early Access, also es ist noch nicht das Endprodukt an sich. Es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Es macht auch richtig Spaß, das Ganze zu spielen. Es ist halt als Early Access bei Steam momentan zu kriegen. Schaut es euch einfach mal an. Den Link zur Homepage findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also nicht nach Steam jetzt, sondern zu den Entwicklern selber. Die haben dort auch ein dementsprechend schönes Forum und sowas aufgebaut. Falls ihr euch für das Spiel interessiert, könnt ihr euch den dementsprechend da auch einbringen. So, forschen können wir jetzt momentan gerade nicht, weil die Energie alle ist, wie wir sehen. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier so eine Windturbine dann kostet. Windturbine braucht Aluminium. Hatten wir nicht noch Aluminium? Gucken wir mal. Das ist Kupfer. Organisch. Ein Aluminium. Und das ist auch ein Kupfer. Das sieht echt nicht so gut aus, oder? Ne, sieht echt nicht gut aus. Hier würden wir sein Harz kriegen. Ich stelle das schon mal auf Aluminium um beim Tauschen. Ja, für drei organisch würden wir bis jetzt noch nichts kriegen. Das heißt, wir würden wahrscheinlich vier organische gegen ein Aluminium tauschen können. Da macht der Tausch aber erst Sinn, wenn wir ein bisschen mehr zusammen haben. Ihr seht, organisch lässt sich relativ zügig sammeln, wenn man erstmal organische Sachen auch hat. Diese Pflanzengeschichten hier am Boden und die etwas höheren hier. Ja, die Sonne kommt ja gerade.
Für zwei organische haben wir noch Platz. So, wollen wir wieder zurück. Und organisch, organisch. Also ich rate, es fehlt genau ein organisch, oder? Ne, ist lauter organisch drin. Und dann echt nur ein Aluminium? Das ist ziemlich dürftig, oder? Gemisch und Harze kriegen wir ordentlich. Ich glaube, Laterit war das, wo wir halt was draus kriegen. Sehen wir halt unser Tauschmodul starten mit unserer Anfrage. Nach einer gewissen Zeit kommt das gute Stück zurück und hat halt dann dort unser Wunschergebnis dran. So, hier schmeißen wir die Forschung an. Mal sehen, ob wir was Schönes rauskriegen hier. Und es ist schlauerweise Aluminium. Schon ziemlich genial, dass wir gerade das Tauschmodul losgeschickt haben und jetzt kriegen wir das Aluminium, was wir brauchen, weil hier hinten hatten wir auch noch eins. Aber ist egal, Aluminium ist ja nicht weg, brauchen wir auch nochmal für andere Sachen. Nein, nicht daneben schmeißen. Da drauf und dann Windturbine bauen und los geht's bitte. So, muss eine organische hier hinten schon mal runter. Nein. Lager, da ist eine gute Windturbine. Und die stecken wir da drauf. Und schon hoffe ich doch, ist die Versorgung erheblich besser. So, wir machen uns nochmal auf den Weg. Holen das nächste Forschungsmodul und schauen mal, ob wir noch Schönes basteln können. Als nächstes können wir schon fast Richtung Fahrzeuge gehen. Allerdings hier in dem Höhlen hilft uns das nicht, aber wenn wir weiter weg mal was erkunden wollen mit Fahrzeugen, können wir halt unsere eigene Sauerstoffversorgung sogar mitnehmen und auch Energie einladen und können halt so einen kleinen Truck bauen, mit dem wir dann auch mal Expeditionen weiter weg machen können, ohne dass wir unsere Leitungen hier legen müssen. Oh. Schwieriger zu laufen mit den Teilen. Fast falsch abgebogen. Nein, nicht Nacht werden jetzt. Dann wird's auch nicht. Ich wollte gerne noch eine Forschung machen und dass dann das Ding sich nochmal auffüllt. Los, leer machen, forschen. Auffüllmittel. Ja, es fühlt sich schon wieder sehr gut. Ja, es war Kohle drin. Ne? Das ist ja nicht gut und nicht schlecht. Ah, unser Modul ist auch wieder da. Hatte ich nochmal ein zweites Lager gesetzt? Ja, da. Kohle. Ich weiß zwar jetzt momentan nicht, wofür ich Kohle brauche, aber naja, jetzt haben wir es. So, ja, daraus gibt es Aluminium, hatte ich auch so recht gehabt, das ist das Aluminiumerz. Die beiden stecke ich da hinten schon mal drauf. Ich werde die Schmelze jetzt aber noch nicht anmachen, sondern erstmal gucken, ob wir nicht noch was weiteres setzen können. So, wofür wir natürlich über Land unterwegs sein müssen späterhin, ist eindeutig... Wow, da geht mal was Großes auf. Ist halt immer der Harzpart. Harz findet man, genau wie Gemische, so viel ich weiß, nicht unter der Erde.
Deswegen müssen wir eindeutig mal schauen, ob wir da nicht noch irgendwas hinkriegen. Wow, großes Rutsch ist ja gefährlich hier. So. Ja, komm auf hoch hier. Ich hätte die vielleicht etwas komfortabler ausbauen sollen. Aber es geht. Die Energie zum Forschen ist ja noch einmal da. Wie ist das Wetter hier draußen? Darf die Stürme nicht außer Acht lassen. Obwohl, was sage ich denn? Die Energie müsste eh da sein, dadurch, dass wir ja, dass, die Windturbine noch gebaut haben. Ne? So, Forschung an, mal sehen, was es Schönes gibt. Es ist Gemisch. Das ist ja toll. So. Was ist los hier, Windturbine? Willst du nicht? Scheint gerade nicht. So, mal gucken, was das denn für eine Zapfanlage wäre. Die Richtung kann ich dann ja auch. Natürlich nicht ganz so toll. Millimeter zu weit gesetzt. Oh, was gibt's dahinter noch? Vielmehr, was gibt's hier noch als erstes? Es ist Harz, ja. Wir bauen aus, würde ich sagen. Mal sehen, wie man rausholen kann hier. Aus dem Teil da nichts mehr. Aus dem hier auch nichts. Ich frage, ob sie jetzt nach der Zeit wieder auffüllt oder nicht. Das weiß ich gar nicht, muss ich zugestehen. Hat mir das Ding hier schon aufgemacht. Das mal drehen lassen irgendwie. Oh, das sieht leider so aus. Und hier ist noch mein Harz auf dem Boden. Wie genial ist das? Okay, Energie wird knapp. Sauerstoff wird knapp. Unser Windrad läuft. Ja, hier können wir auf jeden Fall nochmal hingehen, um Herz nochmal nachzuholen, den Rest hier. Jetzt mache ich erstmal nur den einen hier voll, dann ist unser Rucksack nämlich voll. Und wollen wir mal sehen, dass wir wieder nach Hause kommen. Ein paar organische Sachen können wir noch sammeln. Auf jeden Fall haben wir auch noch ein Gemischlager hier. Das sieht doch alles schon mal sehr gut aus. So, setzen wir da mal ein Harz dran. Und hier noch eine Verbindung. So. Haben wir da wieder eine Zwischenverbindungsmöglichkeit. Hier die zwei Harz oben drauf. Da haben wir schon mal eine Grundlage. So, Schmelz haben wir, Forschung haben wir. Treibstoffkondensate haben wir nicht, aber Treibstoff können wir unten hier auch noch holen. Ich würde sagen, es ist soweit und wir gucken mal nach der Fahrzeugbucht. Dafür brauchen wir Aluminium. Das heißt, ich würde sagen, wir sammeln noch ein bisschen was Organisches hier hinten, tauschen nochmal zwei Erze ein und dann gönnen wir uns das Ganze mal. Organisch mitnehmen hier.
Ich habe sonst auch in meinem anderen Spielstand noch nichts gefunden, wofür man das Organische braucht, muss ich zugestehen. Ich weiß jetzt leider auch nicht, ob man aus einigen Pflanzen mehr und aus den anderen weniger Organisches rauskriegt. Das kann ich so nicht sagen. So, für die Versorgung laufen wir stur. Lauf zu, kleiner Schar, es kommt ein Sturm. Wir laufen zum Glück vorm Sturm weg und müssen irgendwie parallel dazu laufen. Wir werden schon langsamer. Müssen wir nur sehen, dass wir irgendwie es schaffen, noch abzuspeichern. Ne? Einen großen Tab. Und da sind wir gerade noch reingekommen. Jetzt erlebt ihr mal einen Sturm live und nicht nur so kurz guckend aus der Höhle. Mehrere Varianten, also zwei habe ich bis jetzt erlebt. Eine davon ist einweg ein Sandsturm. Das hier ist gerade noch auf. Obwohl, nein, da kommen auch schon die Brocken. Mit so einem Brocken einen erwischt, dann ist der Spaß vorbei, sag ich mal. Also, gut, dass wir gerade auf dem Rückweg waren, aber echt Glück gehabt. In der Zeit, wo wir groß am Stürmen ist, verabschiede ich mich schon mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Dementsprechend, wenn ihr mehr sehen wollt oder mehr von meiner anderen Serie sehen wollt, lasst ein Abo dementsprechend da. Ihr werdet ihr dementsprechend immer informiert. Und ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Nachdem wir den Sturm überlebt haben, geht es dann danach weiter.